Warum Kick-Ass-Elemente? Das ist nicht übertrieben. Um überhaupt mehr Kunden zu generieren. Mehr Kunden, mehr Geschäft, mehr Leads. You name it. Online, offline. Eine Kombination daraus. Ja? Musst du heute eine digitale... Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute mal die drei Kick-Ass-Elemente für mehr Kunden im B2B-Geschäft. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei Klein Marketing Consulting. Und in diesem Video geht es um die drei Kick-Ass-Elemente für mehr Kunden. Drei Elemente, nicht mehr, nicht weniger. Und die solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Ja, und ihr werdet wahrscheinlich sehr überrascht sein, was das vielleicht ist. Ja, also ich könnte euch jetzt vielleicht an eines irgendwie... Eines könnt ihr euch vielleicht irgendwie vorstellen, aber dann beim zweiten vielleicht auch noch, aber dann beim dritten vielleicht schon nicht mehr. Und egal, wen ich da draußen frage, Interessenten, Kunden, Kollegen, Mitarbeiter und so weiter, die wenigsten bekommen alle drei zusammen. Und ich möchte hier einfach mal auf einer Metaebene, wie immer eigentlich bei uns in den YouTube-Videos, wenn wir dann tiefer reingehen, dann bitte bei uns unbedingt einen Termin buchen. Diese drei Elemente, diese Kick-Ass-Elemente hier wirklich mal ansprechen, und da geht es ums Eingemachte. Unbedingt dranbleiben, bis zum Schluss. Also, warum Kick-Ass-Elemente? Das ist nicht übertrieben. Um überhaupt mehr Kunden zu generieren, mehr Kunden, mehr Geschäft, mehr Leads, you name it, online, offline, eine Kombination daraus, ja? Musst du heute eine digitale Verfügbarkeit, ja, die musst du gewährleisten. Was bedeutet das? Wenn ein Kunde irgendwo mal was von dir gehört hat, mal angenommen, du bist ein kompletter Neuling am Markt und hast noch gar nichts und du bist irgendwo am Stammtisch oder auf einer Messe oder... keine Ahnung, an der Bushaltestelle oder sonst irgendwo, und du sprichst mit jemandem und es geht um dein Thema und der ist zufälligerweise in deiner Zielgruppe, dann wird er fragen, okay, hast du eine Webseite? Okay? Dann wird er wahrscheinlich fragen, hast du ein Social Media Profil? Wahrscheinlich wird er das nicht fragen, sondern wird sagen, hast du LinkedIn? Wenn er B2B mit dir spricht, wenn er um irgendwas anderes privat mehr für dich spricht, wird er vielleicht fragen, hast du Instagram? Okay? Oder vielleicht sogar alle drei, ja. Und wenn du dann nicht die maximale digitale Verfügbarkeit da draußen hast, oder wenn du, sagen wir mal, einen Kanal, es gibt ja auch so ganz weise Coaches, die sagen, fokussiere dich immer auf einen Kanal und dann bis zum geht nicht mehr und dann erst andere Kanäle. Ich sage, ja, ich weiß schon, was sie genau meinen, aber viele könnten das falsch verstehen, ja, weil denn digitale Verfügbarkeit, du musst überall verfügbar sein. Du musst überall verfügbar sein. Das heißt nicht, dass du jetzt halt alle Kanäle mit Maximum versuchen musst zu bespielen mit irgendwelchen Werbebudgets. Das wird in der Regel auch gar nicht nötig sein. Aber die Verfügbarkeit muss da sein. Mach dir einen Account auf jedem, auch noch so vermeintlich irrelevanten Kanal. Okay, du musst jetzt vielleicht nicht unbedingt Pinterest-Account haben oder sowas, aber viele sagen... mir reicht, keine Ahnung, ich habe irgendwo eine Facebook-Page, das reicht mir und so weiter, ja, oder eine Link und so weiter. Ne? Oder ich habe irgendwie eine Webseite, das ist irgendwie eine Seite, da stehen 5 Zeilen Text drauf oder noch schlimmer. Ja? Maximale digitale Verfügbarkeit, das bedeutet, wie gesagt, nochmal, nicht, dass du maximal alle Kanäle gleichzeitig bespielen sollst. Dafür reichen in der Regel sozusagen
ist es häufig auch gar nicht nötig. Du musst jetzt nicht auf TikTok hier volle Kanne reingehen, wenn du B2B-Geschäft ziehen willst. Ja. Du kannst aber dort Verfügbarkeit erzeugen, indem du einfach ohne jegliche große, sagen wir mal, als Teil eines Gesamtkonzepts einfach diverse Videos, die du sowieso schon produzierst für LinkedIn, für YouTube etc., you name it, für deine Webseite, einfach nochmal ein paar Cuts rausnehmen und dann einfach immer wieder raufladen auf TikTok. Das sind, wenn du es richtig machst, sind es pro Tag, keine Ahnung, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten Arbeit. Ja, hast du halt da jemanden sitzen, entweder jemanden bei uns oder halt selber, und der macht es halt, und dann hast du da eben auch digitale Verfügbarkeit. Und das ist jetzt nicht so hochrelevant, aber es ist im Vergleich zum Aufwand nochmal ein zusätzlicher Kanal. Ja, und wenn dich jemand googelt, dann ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dann indiziert Google auch TikTok-Inhalte. Genauso wie bei Facebook, genauso wie bei LinkedIn etc. etc. Ja. Und deswegen ist es eine, diese digitale Verfügbarkeit. Und mein, ganz ehrlich, das ist jetzt der erste Punkt von drei und das war ja noch der einfachste. Hab ich recht? Also, das hättest du jetzt aber wahrscheinlich auch noch gewusst, oder? Digitale Verfügbarkeit heutzutage 2024, also das ist relativ easy zu beantworten. Und obwohl es so easy ist und der erste Punkt ist, ja, ist es immer noch, gibt es immer noch so viele, die das komplett vernachlässigen. Also die haben halt irgendwie so ein bisschen Webseite, kaum LinkedIn, da haben sie vielleicht mal einen Kanal, irgendwie ein Profil gemacht, aber dann sind da irgendwie 50 Follower, obwohl sie schon seit 10 Jahren entwickeln. Ja, also, verstehst du? Okay, also das erste, der erste Punkt ist, welche Farbe machen wir? Ja, machen wir gut, gerne. Ja, machen wir eine schönere Farbe, Orange. Die Farbe des Wohlstands und der Begeisterung. Das ist die digitale. Oh, ich liebe diese neuen Stifte, ist so gut. Digitale Verfügbarkeit. Jetzt möchte ich euch nicht länger auf die Folter spannen. Zweiter Punkt. Kannst du dir vorstellen, was das sein könnte? Kick-Ass-Element für mehr Kunden. Es hat was mit dem ersten Punkt zu tun. Es ist die mentale Verfügbarkeit. Nach der digitalen Verfügbarkeit kommt die mentale Verfügbarkeit. Was bedeutet das? Das bedeutet, jemand hat deine Werbe-Ads so oft gesehen, dass wenn er an einen bestimmten Bedarf denken muss, als erstes immer an dich denkt. Okay? Also, mal angenommen, im Winter, das beste und dümmste Beispiel, was aber wirklich den ganzen, also das alles in 2 Sekunden erklärt. Im Winter schneit's, du hast eine Rotznase, ja, hast aber kein Taschentuch dabei. Neben mir steht jemand und der schnäuzt sich auch gerade und dann fragst du was? Entschuldigung, der Herr, die Dame, hätten Sie vielleicht ein Tempo für mich? Oder? Ein Tempotaschentuch? Kennst du das? Tempotaschentuch? Tempotaschentuch ist nicht der Begriff, also das offizielle Wort für Taschentuch. Aber wir sagen trotzdem Tempotaschentuch, obwohl Tempo nur eine Firma ist, nur ein Brand. Es gibt noch zig andere Taschentücher da draußen, ja? Aber wir sagen immer Tempo. Also, wir haben Schnupfen, wir denken an Tempo. Okay, wir haben Durst, wir denken an Coca-Cola. Also viele tun es, ich nicht. Wir haben Hunger, wir denken an McDonald's. Okay, das ist die mentale Verfügbarkeit. Verstehst du? Das ist eine ganz andere Geschichte nochmal. Also schon, also das nächste Level, absolut. Ja? Als wie, okay, ich habe Hunger und jetzt google ich und jetzt finde ich McDonald's. Ich habe Hunger und jetzt google ich, und jetzt, Durst und jetzt google ich und ich finde Coca-Cola. Okay? Ich habe eine Rotznase, jetzt google ich und ich finde Tempo. Okay? Das ist immer der erste Step. An dem, ganz ehrlich, an dem Step arbeiten wir mit den meisten Kunden ziemlich hart, weil die ersten Steps sind immer die härtesten. Okay? Der zweite Step ist dann eben, wie schon gerade eben erklärt, die mentale Verfügbarkeit. Okay, ich mache das hier. Anführungsstrich, das ist exakt Worte. Okay, und jetzt gibt es noch eine Steigerung, Leute. Was könnte, ich habe hier einen Punkt vergessen, sorry. Was könnte die
das dritte Element sein. Ihr seht jetzt schon, okay, so wie der liebe Thomas Klein seine Videos mal aufbaut, könnte jetzt sozusagen das dritte Element ganz ähnlich sein, aufgebaut sein wie das erste und das zweite Element und auch eine Steigerung nochmal vom ersten und noch vom zweiten Element. Okay, was könnte das jetzt sein? Okay, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Der dritte Punkt ist die hier. Okay, wir hatten zuerst hier digitale Verfügbarkeit, dann hatten wir hier die mentale Verfügbarkeit und jetzt haben wir hier im Herzen die emotionale Verfügbarkeit. Okay, und wenn du auf dem Level bist, musst du dem Neukunden keine Sorgen mehr machen, okay, alles klar? Drittens ist die emotionale Verfügbarkeit. Zum Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist, und ich kann natürlich sagen, dass das natürlich alles auch ineinander übergreift. Ne? Also die sind teilweise bei manchen Konsumgütern und so weiter, ist das kaum zu trennen. Ja, aber das ist natürlich nochmal die stärkste, mit Abstand stärkste Kick-Ass-Element, ja, das stärkste Element, das der neue Kunden schafft. Ja? Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich habe jetzt halt zum Beispiel, jetzt ist mir gerade mein Beispiel entfallen, aber letztendlich, ja genau, der Grund, warum viele rauchen, ist klar die Nikotinsucht und so weiter. Okay, also das ist sozusagen die physische Abhängigkeit, aber die könnte man, wenn man wirklich den Willen dazu hat, könnte jeder das Rauchen aufhören. Okay, warum, Frage an dich, warum schaffen es so wenige oder wollen sogar gar nicht das Rauchen aufhören, obwohl sie ganz genau wissen, also auf der Verpackung es ist es ja wirklich offensichtlich, ja, dass das Rauchen gesundheitsschädlich ist. Also man schädigt sich auf gröbste Art. Ja. Warum hören dann trotzdem so viele Leute nicht zum Rauchen auf? Weil sie es nicht können, aber eigentlich weil sie es gar nicht wollen, oder? Und das ist die emotionale Ebene. Ja. Du magst jetzt denken, naja, das ist doch physische Abhängigkeit, Nikotin und so weiter. Ja, klar. Die ist aber nicht so gravierend und nicht so abhängig wie die emotionale. Ich versuche es mal zu erklären. Das ist ein bisschen tricky. Ja? Aber ich denke, dass dieses Raucherbeispiel, dass ich da auf dem richtigen Weg bin, dir das darzulegen, was ich damit genau meine, was mit der emotionalen Verfügbarkeit auf sich hat. Das heißt, ein ganz großer, ich würde mal sagen 99% derjenigen, die rauchen, haben das irgendwann mal angefangen zu rauchen aus Sozialisierungsgründen. Also niemand, ich würde mal sagen 100%, diejenigen, die heute Kettenraucher sind oder irgendwie an Krebs sterben oder sonst was, nach 30 Jahren und so weiter, haben das, als sie Jugendliche waren, begonnen, indem sie sich irgendwo einsam irgendwo ins Eck rein verzogen haben, wo sie keiner sehen konnte, wo sie ganz alleine waren. Dann haben sie sich eine Schachtel Zigaretten rausgeholt und die dann alleine aufgeraucht. Das war zu 99,9% nicht der Fall. Okay, wie hat das Ganze begonnen mit Rauchen? Tja, man geht aus, ja, oder man ist vielleicht noch jünger, 13, 14, da rauchen schon die Ersten, weil sie einfach erwachsen sein wollen und so weiter und was verboten ist und so weiter. Weil letztendlich dann, wenn man älter ist, wenn man tatsächlich auch rauchen darf, dann trifft man sich und man schnackt. Ja, die typische Raucherpause, ja, wenn man abends weggeht, es geht ja meistens nicht in der Arbeit los zum Rauchen, sondern meistens bei den ganzen Diskothekenbesuchen und so weiter. Man ist mit einer Gruppe von Leuten unterwegs, Frau, Fräulein, Männlein. Na, wie ist es eben so? Ich habe in meinem Leben, ich bin jetzt 50 Jahre alt, bestimmt hunderte von Männern kennengelernt, die haben das Rauchen so angefangen, indem sie einfach gesagt haben, naja, ich weiß nicht, wie ich Frauen anquatsche, aber wenn ich sage, hey, hast du mal eine Kippe? Ja? Hast du mal eine Kippe? Ja? Und dann, ja klar, und dann sind wir schon im Gespräch. Ja? Also weil Männer zu dämlich sind und zu einfallslos oder auch zu wenig selbstbewusst sind, haben sie irgendwann mal das Rauchen angefangen, weil das ihr sozusagen ihre Brücke war, ne? ihr Aufhänger, Frauen anzusprechen. Ja? Bei Frauen ist das Gefühl der Zugehörigkeit super wichtig. Die fangen meistens zum Rauchen an wegen Anerkennung. Sie wollen zur Gruppe dazugehören. Das ist ein ganz, ganz wichtiger emotionaler Faktor, weil damals war das
zur Steinzeit, über Jahrtausende hinweg, war das der Überlebensgarant. Für Männer auch, genauso wie für Frauen. Aber bei Frauen noch wichtiger. Also ein Mann, wenn der quasi alleine mal unterwegs war eine Zeit lang, hat wahrscheinlich auch die Chancen sehr stark reduziert gehabt, zu überleben. Also nur in der Gruppe hat man überlebt. Ja? Daher auch diese ganzen Gruppenzwänge und all diese Sachen, diese Faktoren, die auch teilweise in der Politik und auch im Marketing und so weiter immer wieder gezogen werden. Und in der Werbung von allem, ja. Aber der Mann hatte nochmal eine höhere Chance, alleine zu überleben oder ein bisschen länger alleine zu überleben, wenn er sich mal verirrt hatte, als wie die Frau. Bei der Frau ist dieser Zwang, einer Gruppe angehörig zu sein, noch viel stärker. Also wenn ich jemanden einstelle, neues bei mir zum Beispiel, habe irgendwo ein Startup, ja, und da gibt es noch nicht so viele Mitarbeiter. Das Erste, wenn ich eine Frau einstelle, Studentin, egal welchen Alters, Senior, Junior, egal, die Frau, das Erste, was mich eine Frau fragt, ist immer, wo sind meine Kollegen? Wo sind meine Kolleginnen? Wo sind meine Kollegen? Ja? Where are the people? Ja, und so weiter. Ne? Das ist für sie super wichtig. Ja, super wichtig. Da steckt auch diese emotionale Abhängigkeit dahinter. Also, jetzt bin ich leider ein bisschen abgeschweift, aber beim Rauchen ganz, ganz stark. Ja, diese Bindung zu anderen Menschen, dieser Erfolgsfaktor. Ich bin als Mann, ja, habe ich es geschafft, Frauen, hübsche Frauen anzusprechen und das jedes Mal mit einer Zigarette verbunden. Und jedes Mal, wenn ich dann die nächsten 10, selbst wenn ich schon längst verheiratet bin, ja, so keine Frauen mehr anspreche, oder was ja auch Nonsens ist, ja, und dann die nächsten 10, 20, 30 Jahre ja, nur noch mit einer und der gleichen Frau zusammen sein möchte oder sowas, ja, aber ich bin dann abhängig. Ja, und jedes Mal, wenn ich mir eine Zigarette ziehe, dann habe ich wieder dieses Unterbewusst, passiert wieder dieses, boah, krass, ich bin ein cooler Mann und so, ne? Und einfach, ich habe mehr Mut, ja? Oder da passiert was, ja, in den jungen Jahren, wo dann sozusagen dieses Glücksgefühl, dieses Erfolgsgefühl, ja, eine hübsche Dame angesprochen zu haben, sich mit dem Zug einer Zigarette und dem Rauchen einer Zigarette verknüpft, so stark verknüpft, dass es kaum noch auflösbar ist. Es sind also nicht die Nikotine und die Chemikalien, den ganzen Kram, der dich abhängig macht, nur, sondern die emotionale Bindung an den Konsum, an dieses bestimmte Produkt. Ja? Okay, so jetzt habe ich es versucht ein bisschen zu umschreiben, aber emotionale Verfügbarkeit ist letztendlich, ja, wenn du es schaffst, und das ist natürlich in der IT manchmal nicht ganz so einfach, aber hey, Steve Jobs hat es geschafft, ja, Bill Gates und alle anderen, also viele, viele andere auch, ja. Und es wird ja auch, sagen wir mal, permanent praktiziert, ne? Und dass man sozusagen auch in der IT-Branche, Software und so weiter, also quasi Gegenstände und so weiter, die eigentlich nur aus, ja, irgendwie ein paar Metallen und letztlich Plastik und Metall und so weiter bestehen, dass man die so emotionalisiert, dass man, wenn man es jemals nötig hätte, diesen oder jenen Bedarf zu befriedigen, wie jetzt in dem Fall Rauchen oder halt Durst oder Hunger oder was auch immer, sozusagen eine emotionale, mit dem Produkt, mit der Dienstleistung emotional verfügbar ist beim potenziellen Käufer, beim neuen potenziellen Neukunden. Und ich will da jetzt nicht weiter ins Detail gehen, das war jetzt auch ein bisschen knödelig erklärt, gebe ich völlig zu, ist auch nicht ganz so einfach, aber das ist die Superlative. Wenn du da bist, wenn dir egal was du, meine Kunden kommen in der Regel aus der IT-Branche, wenn dir egal was du anbietest, dann, und das kann auch, das muss nicht irgend so Massenprodukt und so weiter sein, sondern das kann auch einfach, wenn du das schaffst, und da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil das sind Sachen, die gebe ich hier nicht so öffentlich auf YouTube und so weiter preis, sorry, ja, dazu musst du schon mein Kunde werden und auch nicht jeder Kunde, der sich jetzt ein bisschen was bei mir bucht, irgendein Workshop oder sowas, dem erzähle ich auch nicht alles. Ja. Da musst du schon ganz tief in Verkaufspsychologie und Marketingpsychologie und so weiter reingehen. Und wenn du das aber quasi richtig anfasst, ja, dann geht es in die richtige Richtung und dann verbinden deine Key-Entscheider, deine Top-Entscheider, deine whatever you have, ja, IT-Leiter, Aufsichtsräte, Geschäftsführer und so weiter. Ne? Du musst an den Punkt kommen, dass die dich quasi mit einer emotionalen Geschichte verknüpfen und das ist super, super powerful. Okay, jetzt an der Stelle Stopp. Ne? Mehr gebe ich jetzt hier nicht öffentlich frei.
Preis auf YouTube und so weiter. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, da hinzukommen. Aber erstmal nochmal zur Wiederholung. Die drei Kick-Ass-Elemente für mehr Kunden. Und das ist erstmal das Wichtigste, dass du erstmal die Hausaufgaben machst. Also das heißt, die digitale Verfügbarkeit, ne, deine Webseite, deine ganzen Social-Media-Profile und so weiter. Google nach wie vor das allerstärkste Medium jeglicher intrinsischer Suchanfragen. Ja, und Google ist sozusagen dieser Hub auch aller anderen Plattformen, weil es eben alles indiziert, was nicht Nägel und Nagelfest ist. Ja, Nägel und Nagelfest ist. Die mentale Verfügbarkeit ist letztendlich, wenn ich nicht quasi proaktiv irgendwas suche, bist du da verfügbar, sondern wenn ich nur an was denke, an einen bestimmten Bedarf, ich brauche jetzt einen Softentwickler, an wen denke ich als erstes? Okay, das ist die mentale Verfügbarkeit. Das ist das, wenn du quasi dir Listen aufbaust und die dann immer wieder mit Marketing bespielst, ja, unterschiedliche Kanäle und so weiter. Das ist die nächste Level. Hierzu gerne auch bei uns einen Termin buchen, können wir dir gerne weiterhelfen. Und dann der dritte Punkt, wenn du das Ganze jetzt noch mit Emotionen verbindest. Ja, also da gibt es ganz bestimmte Methoden, wie du das auch im B2B machen kannst und auch in der IT-Branche. Und dazu möchte ich aber jetzt nicht weiter ausführen. Hier bitte schön bei uns einen Termin buchen und dann, dass wir mal schauen, dass wir uns kennenlernen. Denn ich weiß, dass bei meinen YouTube-Kanälen und bei meinen Videos auch ganz viele Mitbewerber mitschauen. Und da gibt es ja schon einige Top-Secret-Sachen, die ich quasi meinen Mitbewerbern ganz gerne vorenthalten würde. Beziehungsweise auch Interessenten und auch meiner Zielgruppe, die halt quasi hier kostenlosen Content konsumieren. Ja? Sowas reserviere ich dann für diejenigen, die bei mir eben auch entsprechend Dienstleistungen buchen, ne? Weil ich muss ja auch von was leben letztendlich. Darin auch und noch mit vielen anderen Dingen unterscheide ich mich von vielen anderen Kanälen, das weiß ich und das ist auch gut so. Viele, die einfach sagen, oh, give your best content out of YouTube for free, ja, and wait until they come, ja, oder jab, jab, jab and ask. No, that's not enough. Jab, jab, jab until they ask, ja, irgendwie so Alex Hermosi und so weiter, also, okay, die machen ihr Ding, ich mach mein Ding, ja, okay, alles klar, bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Happy Hunting und wir sehen uns auf der anderen Seite. Einfach mal einen Termin buchen. Bis dann. Ciao. Ja, ich finde, man muss da schon noch mal ein bisschen differenzieren. Also du hast auch alleine vom Suchverhalten her ganz andere Kriterien im B2B-Bereich. Alleine, wenn du dir schon die Zeiten anschaust, wie im B2C-Bereich. Hinzu kommt auch einfach, der Funnel ist ein ganz anderer. Meistens hattest du da mehrere Entscheidungsträger im B2B-Bereich, wo es nicht einfach diese intuitiven Käufe gibt, wo es einfach heißt, ach geil, das neue Nagelset kaufe ich mir jetzt sofort, sondern da sind ja meistens mehrere Instanzen dran beteiligt. Also ich würde das jetzt nicht in eins clustern. Okay, gut. Ja, klassische Kampagnen überwachen, sprich in regelmäßigen Abständen die Keywords angucken, die Anzeigen überarbeiten, die Anzeigengruppen überarbeiten. Je nachdem, ob wir ein Produkt oder eine Dienstleistung haben, gucken, sind die Sachen alle noch aktuell, hat sich was verändert. Genau, es ist aber tatsächlich ein Trugschluss zu sagen, je mehr man arbeitet oder je mehr man an diesen Kampagnen verändert, desto besser werden sie laufen, weil es ganz häufig der Fall ist, dass Leute sich damit auch ihre Kampagnen einfach zerschießen, weil sie die zu oft anfassen. Ja, und dann geht einfach dieses Learning, was eben unser Algorithmus heutzutage einem bieten kann, dadurch verloren, nur weil Leute zu ungeduldig werden. Und diese Erfahrungen musste ich auch schon machen, dass dann einem irgendwas unter den Fingern brennt. Und man Dinge schnell anpassen möchte, um schnelle Erfolge zu erzielen. Aber das ist Performance-Marketing einfach nicht. Ja, man braucht einfach Geduld, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dann ist es auch absolut eine sinnvolle langfristige Maßnahme. Das sehe ich hier. Also wir haben unheimlich gute Ergebnisse bei meinen Kampagnen, auch vorher schon gehabt. Man sieht einfach, dass das ein unheimlich starker Hebel ist, gerade im B2B-Bereich, die Google-Suchmaschine nach wie vor.